Aber wie gesagt, normal kann ich schon mehr vertragen wie drei Gläser Champagne. Ja, grüß dich Philipp. Ich freue mich, dass ich dich heute bei mir da begrüßen darf in meinem Kellerstudio. Sag danke, hast ja die weite Reise vom Linz da sogar auf dich genommen, um zu mir zu kommen. Und jetzt möchte ich da ein bisschen was erklären. Hast mich gefragt wegen meine Pokale und alle Sachen. Ja, also bis man erst einmal einen Pokal gewinnt damals, das war ja wirklich eine harte Arbeit. Das hat ja, in Millimeter ist ja das vorangegangen, nicht so wie heutzutage. Wir haben uns ja alles erst aneignen müssen, das ganze Wissen, und 1974 habe ich begonnen. Und dann so 1977 war ich dann schon bei der Mr. Austria wohl ein kleines bisschen auf der Bühne, aber nur so bei der Organisation ein bisschen was machen. Mein ersten richtigen Pokal, wo man dann sagen kann, inzwischen habe ich schon ein paar Auftritte in so Diskotheken und so gemacht, war ja für uns damals auch schon was Besonderes. Meisterschaften hat es ja so in Tirol eigentlich noch gar nicht gegeben. Und die erste Tiroler Bodybuilding-Meisterschaft, die haben wir da gehabt 1979, das ist hier. Und da bin ich dann österreichischer bzw. Tiroler Meister geworden, der erste Tiroler Bodybuilding-Meister damals. Ja, das Mantel ist mir leider schon abgebrochen, das habe ich ja so daneben hingestellt, war früher da oben. Und was mich dann gefreut hat, war, dass ich dann genau 40 Jahre später bin ich dann Europameister geworden noch im Bodybuilding und da Vizemister Universum. Und ein paar Jahre davor bin ich in der 50er Klasse, bin ich dann auch Vize-Weltmeister geworden und habe dann also 13 oder 14 Mal war ich dann eigentlich immer ganz vorne bei den Weltmeisterschaften Mr. Universum unter die ersten drei dabei oder fünf glaube ich, unter die ersten fünf im Finale. Kann ich gar nicht alles zählen. Habe immer mitgemacht bei den Junioren, bei 20 Jahren, 30 Jahren, dann 40 Jahren, 50 Jahren dann, da habe ich dann, habe mir eh hier, uns dann ein schönes Bild gemacht, das habe ich dann mit 50 Jahren ausgeschaut. Okay, da haben sie mir dann so einen schönen Poster gemacht. Und da war ich dann recht froh, dass ich mit 50 Jahren ohne jeglichen Beschwerden eigentlich noch so fit und wirklich fühle mich sehr gut, das machen habe können. Und all die Pokale freuen mich natürlich. 1979 übrigens, im selben Jahr, wo ich da Tiroler Meister geworden bin, bin ich dann das erste Mal Dritter geworden beim bestgebauten Athleten Österreichs. Das war auch so eine Art österreichische Meisterschaft. Da war ich erst einmal unter die drei und das war für mich ganz was Besonderes. Im Laufe der Jahre dann habe ich viele Pokale machen können, aber das Wichtigste für mich waren eigentlich die Pokale, die was man da gar nicht sieht. Weil die Pokale, was ich nicht bekommen habe, die haben mich eigentlich erst richtig motiviert, mich zu verbessern, weiterzumachen, die Sachen im nächsten Jahr zu berücksichtigen, die Fehler, was ich gemacht habe und dann eben im nächsten Jahr wieder immer versucht, das auszugleichen. Also die, auch diese Niederlagen sind wahnsinnig wichtig zum Weiterkommen. Der Erfolg wächst ja eigentlich fast immer aus dem Misserfolg. Wenn man schreiben lernt, verschreibt man sich 100-mal oder noch öfters. Wenn man gehen lernt, fällt man 100-mal hin. Ein Kind würde niemals liegen bleiben, steht immer wieder auf, solange bis gehen kann. Also der Fortschritt aus der Erfahrung der Niederlagen auch, kann man dann eigentlich für die Zukunft das verbessern und es gibt eigentlich gar keine Niederlagen. Die sind eigentlich nur immer Wegweiser zum Erfolg. Und so wird es eigentlich dann auch betrachtet. Und hier habe ich also nachher neben diesen ganzen Pokalen, haben wir hier ein paar Fotos auch. Das war da ganz am Anfang noch, wo wir noch angefangen haben trainieren. Eine Mordsfreude habe ich gehabt, hat mir der Ziegner Adi, der war damals ja beim österreichischen Wunderteam von den Bodybuildern. Und der hat mir damals eine Karte geschickt von Graz. Und das war für mich natürlich ganz was Besonderes. Und 1977 habe ich ja da, das ist der Arnold Schwarzenegger, das war der Bernd Zimmermann. Und da bin meine Kleinigkeit. Und da habe ich die Schildkrieg-Organisation Wolfgang Aigner. Und das war mein Freund, der Peter Backers, der ist dann auch Weltmeister geworden im Kraftdreikampf. Mit dem trainiere ich heute noch ab und zu. Das war bei ihm in der Wohnung. Und zu diesem Organisationsschild kann ich wirklich was Lustiges sagen. Ich habe da 1977 war die Mr. Austria-Wahl und ich habe bei dieser Mr. Austria-Wahl so viele Eiweißdosen gekauft, dass ich ganz übersehen habe, dass ich gar kein Geld mehr habe für einen Eintritt. Und jetzt stehe ich da beim Eintritt und habe zwei solche Nylonsäcke voll Eiweißdosen und kein Geld mehr.
Jetzt wollte ich den wieder zurückverkaufen, dass ich einen Eintritt bekomme. Dann kommt der Karl Keinrad zu mir, der war ja damals schon Mr. Universum, das war ja eine Erscheinung im österreichischen Bodybuilding. Dann kommt der Karl Keinrad zu mir, sieht mich da, wie ich da meine Schillinge zähle, damals waren ja noch Schilling, und sagt dann zum Veranstalter und zu der von der Kasse, haben wir nicht was zu machen für den Buben? Haben wir da nicht was zu tun? Und ich schaue auf und sage, was für mich was zu tun? Ja, ich mache alles und so, gell. Ja gut, dann komm mit. Dann habe ich ein T-Shirt gekriegt von der Veranstaltung und dann habe ich dann dieses Schild gekriegt, Organisation Wolfgang Aigner, das Orange. Das war natürlich für mich ganz was Besonderes. Jetzt habe ich da auf der Bühne um das Podest hin und her rücken dürfen, immer noch alle Athleten. Damals ist jeder Athlet noch auf ein schönes Podest gestiegen, das war so mit einem schönen roten Teppich alles überzogen, also es war ja sehr festlich. Es war keine Bodybuilding-Veranstaltung, wie man jetzt so meint, in einem Sportsaal oder irgendwas. Das war im Hotel Intercontinental, im Festsaal. Da waren auch so Kronleuchter, Kristallene. Da war alles, die Bühne war alles mit rotem Teppich ausgeschmückt. Und da war ja wirklich, das war festlich. Die Leute sind gekommen, die Frauen im Abendkleid, die Männer auch mit einem Anzug und so und Krawatte. Also es war ganz was Festliches. Der Saal war pumpvoll, der war ausverkauft. Damals hat man noch mit dem Schallplattenspieler die Platten aufgelegt und dann hat man die Musik rumgehabt und da hat man dann posen müssen, seine Musik posen. Und das hat mich so fasziniert und also das hat mich bis zum heutigen Tag, jetzt war ich 64, immer noch auf die Bühne. Bin ja so viel ich weiß, also jetzt mit 50 Jahren, dann in eineinhalb Jahren schon auf dem Weg, wo ich weit zurückblicken kann, und in Österreich gibt es auch so viele weiß keinen, der was so lange Wettkampfsport betreibt. Und ich höre dann in eineinhalb Jahren, obwohl ich nicht so gern mache, aber irgendwann muss man einfach mal einen Schlussstrich ziehen. 50 Jahre Bühne war mein Ziel, das habe ich dann erreicht, so Gott will, und freue mich dann auf die neuen Herausforderungen. Das hat ja das Leben dann auch noch viele andere Aspekte, die was man auch machen sollte, was einem Freude bereiten, denen kann ich wieder mehr zuwenden. Aber Bodybuilding wird mich natürlich auch mein ganzes Leben, so wie bisher, bis zum letzten Atemzug begleiten. Also Bodybuilding ist für mich eigentlich nicht etwas Pokale für ein paar Jahre, die was man macht und dann lasst man, sondern es ist für mich eigentlich eine Liebe bis zur Ewigkeit oder in die Ewigkeit. Also das muss man einfach mit Leidenschaft machen, das spürt man im Herzen, das kann man nicht lernen, das fühlt man, das spürt man und dann lässt einem das nie mehr wieder los. Und bei mir war es halt beim Bodybuilding. Und dann sieht man dann die Bilder, da ist noch, wo ich den Tiroler-Titel gemacht habe, als junger Bursch, das war dann innerhalb von einem halben Jahr. Da bin ich dann österreichischer Neuling-Staatsmeister geworden, 81 war das, da war ich dann wirklich sehr gut definiert. Und habe dann also mit Abstand gewonnen. Ich hatte einer von sämtlichen Athleten. Es war das erste Jahr mit 21 Jahren bei den Männern, wo ich gestartet bin. Und habe dann gleich gewonnen. Und habe dann also den Entschluss gefasst, dann jetzt alles zu sparen und schauen. Und ich war dann auch eingeladen, nach Amerika zu gehen. Und ich war dann drüben, zwei Jahre später in Kalifornien mit Manfred Grössler. Und da haben wir eh noch Fotos, da wo ich mit dem Arnold... Da ist der Christian Janatsch, noch, der war damals mit einem Freund von der Rachel McLeish, sie war die beste Bodybuilderin, was es gegeben hat eigentlich, damals Miss Olympia auch und alles. Und da ist der Arnold, das war am letzten Tag vor seinen Dreharbeiten zum Conan-Film, zum zweiten Conan. Und das war im World's Gym, da ist meine kleine Wenigkeit, da haben wir das Foto noch geknipst. Und das war dann zwei Jahre später, dann habe ich das alles erleben dürfen, das war für mich natürlich ein Wahnsinn. Und dann war hier dann, das war dann 40 Jahre später, also von dem Bild hier, wo ich mit Arnold bin, das war da, wo ich 77, und das war dann 2017, 40 Jahre später, wo ich mit meinem Freund in Vista bei Werner, und da, Arnold, haben wir dann noch ein Foto gemacht, genau 40 Jahre danach. Das sind natürlich auch schon tolle Erinnerungen. Das war da zum Beispiel dann 1988, das hat sich natürlich alles langsam entwickelt. Dann, wo ich dann ganz gut war, das war dann, glaube ich, schon hier. Das war dann 1989. Das war für die damaligen Möglichkeiten und Mittel und alles, was es gegeben hat, war das, glaube ich, wirklich schon noch ganz gut. Das war dann mit 20 Jahren.
Aber das sieht man da jetzt vielleicht gar nicht so gut, weil das Glas ein bisschen trüb ist. Das war mit 20, das war dann mit 30 Jahren. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen unscharf alles, gell, weil das war dann mit 40 Jahren. Das mit 50 Jahren habe ich da schon gezeigt und das war dann mit 60 Jahren. Und jetzt bin ich, wie gesagt, im 64. Lebensjahr und bin eigentlich noch besser in Form. Da habe ich dann alle möglichen... die haben eine schöne Fotoserie gemacht da oben zum Beispiel. Da war ich so zwischen 30 und 40. Ein Fotograf einmal eingeladen, der wollte da Fotos machen, habe ich mich gern zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir hier war das erste Mal in der Zeitung, da war ich als Tiroler Meister, dann bin ich hier, da war mein Freund der Peter Backers, der Lindmeierli war der beste Steinheber. Und da haben wir da gewonnen, da haben wir bei ihm im Zimmer, haben wir immer trainiert. Und da war ich das erste Mal in der Sportrevue, das sieht man jetzt, ich habe das verkleinert, dass es Platz hat. Das kann man hier nicht gescheit sehen, aber da bin ich. Da war das erste Mal in der Sportrevue. Ja, und das war dann, wo ich das letzte Mal in der Ding war. Dann habe ich hier eine Seite mal gekriegt in verschiedenen Magazinen. Hier war der Christner Manfred und ich in Amerika in der Zeitung. Da haben wir Oktoberfest eröffnet. Und da sieht man ein bisschen schlecht, da haben wir Dirndl und Lederhosen oben gehabt, wir sind hinten oben, haben sie uns in Amerika in die Zeitung dann, weil wir so viele Eier gegessen haben. Da unten steht, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, haben wir 40 bis 50 Eier am Tag gegessen, da oben steht es auch. Und da haben sie uns dann, das war auch ganz lustig, da ist eine Reporterin gekommen und die hat uns gesehen, weil wir haben, der Manfred hat 7 ganze Händeln gegessen, musst du dir vorstellen, 14 halbe Händeln hat er gegessen. Und ich habe 3 ganze Hühner gegessen, also 6 halbe. Und jetzt haben wir am Tisch an so einen Haufen Knochen gehabt, an so einem Berg, und haben nur noch unsere Haarwurzel rausgeschaut. Und dann ist die Reporterin gekommen und hat uns gesehen, was wir da so viel essen. Und nachher haben wir gesagt, das ist eigentlich jetzt eine Zwischenjause, weil wir haben zum Frühstück schon jeder 20 Eier verdrückt und ein Kilo Kartoffeln. Und dann waren wir halt schon trainieren. Dann hat die geschaut und dann hat sie uns also da dann in die Zeitung rein, dann waren wir in Amerika. Und dazu ist dann weitergegangen, da war ich dann auch verschiedene Dinge. Da war ich dann in der Flex, das hat mich schon sehr gefreut, haben sie eineinhalb Seiten in die Flex reingegeben mit mir dann später. Und hier war ich dann auch in der Sportrevue noch, da haben sie eine ganze Seite gebracht von Österreich über mich. Und jetzt kann ich sagen, eigentlich 40 Jahre später bin ich dann immer noch in die Zeitschriften gewesen. Da habe ich eine eigene Radiosendung gehabt, Fit in den Tag mit Wolfgang Aigner, das ist sehr gut angekommen. Dann habe ich da verschiedene Athleten trainiert, die haben alles gewonnen. Da sind wir dann auch zum Fitnessteam von ganz Österreich oder was gewählt worden von alle. Also meine 2 Leute, die haben wirklich, und wenn man ihm anschaut, wie er sich entwickelt hat, von die 3 Fotos, vielleicht sieht man ein bisschen was. Der hat sich ja wirklich toll entwickelt und vor allem ohne Anabolik oder irgendetwas, gell. Kann ich wirklich sagen, alle beide waren rein natural. Die Miriam hat dann internationale Wettkämpfe gewonnen, hat sogar in der Figurenklasse beim Peter Pappola dann einen Weltmeistertitel geholt. Und das war innerhalb von 3 Jahren. Und er war auch dann international ganz vorn. Dann habe ich hier einmal Leserfragen beantwortet, auch in Peter Pappola seiner Fitness News, verschiedene Dinge. Da sieht man also da meine 2 Bücher. Das eine habe ich dann geschrieben, Fitness for Body and Mind. Das ist sehr gut angenommen worden. Ich habe sehr vielseitig Sachen gemacht. Hier habe ich dann ein eigenes. Das war mein letztes Ding überhaupt. Da bin ich 2. geworden. Beim Olympia, Amateur, IBFF. Das ist jetzt gerade 2 Monate oder sowas her. Das war im Herbst nebenbei gemacht. Dann hier. Nahrungsergänzungsmittel, da habe ich die hochwertigsten Stoffe drin, was es überhaupt gibt. Das ist sehr teuer gewesen in der Entstehung, aber das habe ich wirklich ganz hochwertig. Das nehme ich immer auch selber. Es tut mir sehr gut. Mein letztes Buch hier, als Original geboren, als Kopie gestorben. Das ist ein ganz wichtiges Thema, da können wir uns dann, wie du mich gefragt hast, vielleicht noch ein bisschen dazu. Da kommt dann noch ein weiteres Video. Ja, da können wir uns dann ein bisschen unterhalten über den mentalen Bereich auch. Ja. Okay? Gut,
Dann vielleicht noch im zweiten Trainingsraum, zeige ich dir noch schnell. Da können wir da rüber gehen. Ah, übrigens hier, das war dann auch mit 60. Da war ich dann ein bisschen massiver. Das schaut, da war ich dann schon recht massiv, da war ich auch schon 60 Jahre. Da habe ich 111 Kilo. Also da war ich dann schon. Aber da bin ich zu schwerfällig, also das möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Ich fühle mich am wohlsten eigentlich so 97 bis 100 Kilo, das ist so mein Normal. Im Wettkampf ist so um die 94, 95 Kilo schenkt, wenn ich total austrainiert bin, das reicht mir eigentlich. Da fühle ich mich auch am wohlsten. Also ich möchte gar nicht so schwer und so massiv sein. Ist halt, glaube ich, gar nicht gesund im Alter. So, jetzt sind wir da in meinem zweiten Trainingsraum angelangt. Haben wir hier Olympiahandel, haben wir so bei den 200 Kilo Gewicht, Bank auch wieder, drüben haben wir ja auch Bänke und Kniebeinstände und alles. Und trainiert haben wir eigentlich wirklich damals, durch das, dass wir wirklich Krafttraining aus der Picke aus gelernt haben, hat es Früchte getragen und ein paar Jahre später habe ich dann wirklich mit über 30 Olympiamedaillen gewinnen im Laufe der Zeit trainieren dürfen und ihnen mein Wissen weitergeben dürfen. Und hier haben wir eben auch, da waren die Skispringer zum Beispiel, das war damals der österreichische Skikader, da war der Vittori Ernst noch selber Springer, der Schuster Werner, der war dann, jetzt war er ja Nationaltrainer von den Deutschen, da war er selber noch erst 16 Jahre, Gürtler Ruppert, und da haben sie mir geschrieben, Freund und Berater Wolfgang Aigner, und da haben sie mir von Alberwil geschrieben, von der Olympiade, und da habe ich mit den Leuten auch trainiert, und da haben wir in meinem Studio 21 Medaillengewinner von Alberwil haben bei mir trainiert. Da war der japanische Kader, vom Eisschnelllauf, da haben sie mir geschrieben, die haben 4 Medaillen gemacht bei der Olympiade. Also das Bodybuilding hat sich schon ausgezahlt. Und hier haben wir dann, wenn wir weiterschauen, ja, bleiben wir hier, da haben sie mich gewählt im Hotel Schwarz, da bin ich oben, das gehört eigentlich zu den 3 Top-Wellness-Hotels in Österreich und weltweit unter die 100 Besten. Und da haben sie unser Team gewählt, als bestes Fitness-Team von allen Wellness-Hotels und Dingen in ganz Österreich. Wir haben es dann auch einmal auf den ersten Platz gewählt. Da bin ich mit Peter Orloff beim Training. Den habe ich damals auf dem Dschungelcamp vorbereitet. Ist er dann Dritter geworden. Im Fernsehen, da steigt er gerade raus. Das war in Australien einfach so ein Ding. Das war damals ein Mods-Spektakel im Fernsehen. Damals erste Discount-Fitnessstudio eröffnet in Österreich. Das war in Salzburg damals. Da war ich Ausbildungsleiter für die ganzen Trainer zuständig, selber mehrere Fitnessstudios gehabt. Dann hier haben wir die größte Fitnesspräsentation in Tirol gemacht. Und zwar mit der Tiroler Wirtschaftskammer. Bei der Innsbrucker Frühjahrsmesse haben wir da wirklich 2 Hallen voll gehabt. Das war eigentlich so etwas Großes, hat es noch nie gegeben. Und ich habe damals die ganzen Vorträge organisiert, habe selbst Seminare gehalten, war mit ganz 1A-Klasse-Leuten, mit dem Professor Dr. Johannes Huber, über das ganze Hormonsystem von Menschen. Der Grössler Manfred hat auch ein Seminar gemacht. Dann habe ich den Dr. Brosset, das ist ein Rheumatologe, und dann habe ich den Theo Kelz gehabt. Den hat es damals die Arme abgerissen beim Bombenattentat von Fuchs. Und der hat über Motivation gesprochen. Das war ganz interessant, weil er hat ein halbes Jahr lang jeden Tag 8 Stunden lang üben müssen, nur dass er die 2 Finger so zusammenbringt. 8 Stunden jeden Tag, muss man sich vorstellen, ein halbes Jahr nur für die Bewegung. Also das war schon sehr faszinierend. Hier haben wir die fitteste Schule Tirols gemacht, mit Tiroler Landesschulrat. Da haben wir also wirklich ganz, ganz viel Begeisterung gehabt von jungen Leuten. 160 Workshops und eine ganze Menge von Hunderten von Kindern haben wir da gehabt. Und das war auch eine sehr tolle Veranstaltung, die Tiroler Fitnesstage sowieso. Hier habe ich ein Gesundheitskonzept gemacht für das ganze Tiroler Rote Kreuz. Auch für sämtliche Zweigstellen war das auch geplant. Sesam Fit, da habe ich ein eigenes Fitnessprojekt auch. Ja, lieber Philipp, jetzt habe ich mal genug geplaudert. Bin eh schon ganz trocken. Und wegen dem Studierzimmer, das, was du mich gefragt hast, das kann ich dir dann vielleicht noch zeigen. Weil, wie ich ja gesagt habe, Wissen aneignen ist eigentlich eines der wesentlichen Dinge. Je mehr Wissen man hat, umso besser kann man natürlich alles verstehen. Und diesen Studierraum von mir, den zeige ich dir jetzt noch. Gell? Also wenn du möchtest, kommst du gerade mit. Und dann können wir das noch kurz anschauen.
Ja, und dann darf ich dir jetzt noch ganz schnell mein Studierzimmer zeigen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen, also mich immer wieder weiterzubilden. Und zwar nicht nur im Bodybuilding allein, sondern umfangreich. Und man darf auch, glaube ich, nicht nur alles nachsprechen, was sie einem einfach so sagen im Internet oder auf YouTube, sondern man soll sich seine Gedanken machen, das Beste daraus herausnehmen und dann bei sich selber anwenden und schauen, wie es funktioniert. Und das habe ich eigentlich immer dann. Das heißt, man ist ein ständig Suchender eigentlich auf dem Bereich. Und da habe ich eben das Glück nur, dass ich die alten Zeitschriften habe. Hier habe ich, da wie gesagt, hier habe ich nur die alten Hefte. Das war zum Beispiel die erste Kraftsport-Revue überhaupt, was es gegeben hat. Mit dem Steve Reeves noch am Titelblatt. Dann habe ich hier, was vielleicht auch ganz interessant ist, wo der Arnold Schwarzenegger noch, die Sport-Revue, wo der Arnold Schwarzenegger noch Trainer war. So sieht man auch, da war der Arnold noch Trainer in München aus, der Trainer und Sportlehrer Arnold Schwarzenegger. Hat man sich bei ihm noch im Herkules-Studio da ein Programm zusammenstellen lassen können. Gell? Also jeder hat einmal klein begonnen. Oder hier, ich habe da ganz viele Zeitschriften. Hier ist noch, der ist jetzt mit über 90 Jahren vor kurzem verstorben, der Bill Pearl. Er war damals ja eine Erscheinung. Also der hat wahnsinnig dazu beigetragen, er war vor allem auch ein Vegetarier und hat wirklich, zuerst hat er Fleisch gegessen, hat er gesagt, auch wie er die Masse gehabt hat. Später ist er dann zur vegetarischen Ernährung übergetreten und hat also sich sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt, sehr biologisch sich ernährt, sehr gesund, gell? Also nur befruchtete Eier gegessen und so weiter. Also hat man viel lernen können von ihm damals noch. Gell? Von ihm auch noch ein Buch, ein dickes, was er geschrieben hat, Schlüssel zum Mischt-Universum heißt es. Ja, und da ist also, wie gesagt, hier sind die ganzen mehr die spirituellen, die geistigen Sachen angelagert. Und hier habe ich ein bisschen Medizin auch dann damals studieren können, die Anatomie, Sezierkurse und so weiter. Und da war das auch sehr hilfreich, da die ganzen Sachen. Hier sind dann auch die Bodybuilding-Sachen. Also hier haben wir sämtliche Bücher über medizinischen Bereich, aber auch über den psychologischen Bereich habe ich ganz viele Sachen hier. Und das hat man auch, also über die Jahre hat sich da einiges angesammelt. Und hier, da sehe ich gerade, das ist auch ganz ein gutes Buch, da ist noch viel oldschool von Joe Weider damals, Bodybuilding. Also die Körper damals haben schon ganz anders ausgeschaut wie heutzutage. In meinen Augen ästhetischer und schöner. Und hier sind sämtliche Tagebücher. Ich habe alles immer mitgeschrieben. Ich kann da sagen, was ich vor 40 Jahren heute zu Mittag gegessen habe, gefrühstückt habe. Steht alles da drin. Habe damals schon zusammengezählt und bis zum heutigen Tag. Das ist zum Beispiel mein aktuelles Tagebuch. Da kann ich zum Beispiel, was ich gerade da habe, habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, was ich gestern gegessen habe. Steht noch da drinnen zum Beispiel, gerade kurz als Beispiel. Und dann hier ist schon für heute, was ich heute esse. Und das habe ich alles da. Vermerke ich mir jeden Tag und dann kann ich später, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir es vorstelle, kann ich immer der Sache auf den Grund gehen und da zurückschauen. Und da habe ich also, kann ich sagen, weit über 40 Jahren, also von 1975 weg eigentlich da die ganzen Tagebücher gesammelt. Ja, hier sieht man auch, habe ich natürlich viel Seminare auch besucht und wie man die Übungen richtig macht, Anatomie und alles. Und dann kommen wir noch hierher. Hier habe ich an die 2000 Stunden Videokassetten. Gibt es jetzt ja gar nicht mehr Videorekorder, aber ich habe noch zwei. Und da ist auch der ganze medizinische Bereich. Also es sind alles über Gesundheitssachen, Krankheiten. Also man muss schon ein umfangreiches Wissen sich aneignen, dass man dann im Bodybuilding wirklich auch gesund vor allem bleibt, ein Leben lang gesund bleibt. Und da ist Wissen halt das Um und Auf. So, danke dir, Philipp. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Möchte schon noch ein Interview, glaube ich, machen. Ein bisschen über den mentalen Bereich. Und das können wir jetzt gerne machen. Danke. Genau. Danke. Do it. Do it. Come on. Come on.